dass du hier ganz allein unterwegs bist. Warte, warte, warte. Wo willst du hin, du liebes Schaf? Ach, du kannst einfach hier durch, oder was? Bist du ein Schaf mit priorisierten Rechten, oder was? Hast du höhere Befugnisse wie ich? Das kann auch nicht sein, dass selbst die Schafe mehr dürfen als der Herrscher. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Runde Männerlords mit dem Gamebro und Lord Grimbo von und zu. Leute, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben in der letzten Folge... Wir haben in der letzten Folge einen Expansionsversuch von unserem Kontrahenten, wie heißt der noch gleich, Hildebold von Bärenreute, erfolgreich durch gnadenloses Geschick in Diplomatie vereitelt, Leute. Durch eine Zahlung von sagenhaften Nulltalern oder mit einer Zahlung von sagenhaften Nulltalern konnten wir ihn dazu bewegen, von seinen Expansionsplänen abzusehen. Wahnsinn, einfach irre. Ich würde sagen, wir haben hier einen unglaublichen Bug entdeckt. Das sollte wahrscheinlich nicht so sein. Aber das Spiel ist Early Access und das ganze Balancing ist noch alles nicht so ausgereift und natürlich Fehler passieren. Was soll man sagen? Das Spiel ist in der Entwicklung. Ich hoffe, da wird noch einiges passieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Spiel wunderschön. Ich finde es toll. Ich finde viele Mechaniken klappen schon sehr gut. Aber wirklich, mit gutem Gewissen das Spiel empfehlen Leuten, die das einfach zocken wollen und das Spiel genießen wollen, kann man, glaube ich, noch nicht zu 100%. Nur für Leute, die sagen, ich möchte an einer Entwicklung teilhaben, den Prozess mit entleben, vielleicht auch ein bisschen mit beeinflussen. An solche Leute ist das gerichtet, die können sich das Spiel ruhigen Gewissens kaufen, erleben, probieren und machen und tun. Und da ist das eine schöne Sache. Aber ansonsten hat das Spiel noch ziemlich viele Macken und läuft noch nicht überall ganz rund. Trotz alledem finde ich es wunderschön und liebe es auch jetzt schon. Von daher, alles in Ordnung, kein Problem. Wir machen heute weiter. Ich habe mir überlegt, ich habe das Spiel gerade noch pausiert. Wir haben uns einen zweiten Stall gebaut, damit wir mehr Ochsen am Start haben, Leute. Ich möchte heute die erste Expansion wagen, Leute. Schaut mal, wir gehen mal hier rüber. Und ich würde mich gerne in Richtung Eichenlau ausbreiten. Oder eventuell noch Goldhof. Ich weiß es nicht genau. Bin mir noch nicht ganz sicher. Wir müssen mal schauen, wo man am schönsten siedeln kann. Hier hätten wir natürlich wilde Tiere, Lehm und Bären relativ dicht beieinander. Ich finde aber, hier gibt es keinen schönen Platz zum Siedeln. Das heißt, wir müssten irgendwo hier in diesem Bereich vielleicht anfangen, uns niederzulassen, damit wir überall drankommen. Sind dann aber weit weg von Felsen und von Eisen. Auf der anderen Seite, hier kommen wir relativ gut ran. Hier haben wir auch Bären, Lehm und Tiere relativ dicht beieinander. Tiere sind nicht besonders viel, ist aber nicht so wild. Bären sind dafür sehr, sehr schön. Wir haben Felsen und Eisen, auch wieder gar nicht so schlecht. Und ich denke, man kann sich hier relativ schön dazwischen eine Siedlung aufbauen. Und ich denke, das werden wir mal probieren. Mal schauen, ob ich das denn machen kann. Ich versuche es mal mit Einfluss zu beanspruchen. Wir erheben Einspruch, mein lieber Herr Bärenreute. Und wehe, du misch dich ein. So, wir werden das Ding beanspruchen und mal schauen, ob denn alles funktioniert. So, wir werden mal die Geschwindigkeit erhöhen und das Regentreiben in unserem Dorfe wieder seinen Lauf nehmen lassen. Leute, auch ein wunderbarer Tipp, den ich bekommen habe. Banditenlager wurde entdeckt. Leute, wir machen nochmal ganz kurz Pause. Wo ist denn das Banditenlager jetzt entdeckt worden? Wo bist denn du? Schon wieder da oben. Das ist relativ weit weg, mal wieder. Aber ich würde sagen, wir ziehen gleich los und versuchen uns das Banditenlager einzuverleiben. Ich gucke mal gerade eben nach, was uns eine Söldnerarmee kosten würde. Söldner? Wir könnten für 45 die Bogenschützen holen und für 50 die Kampfbrüder mit Speeren und mit Schwertern quasi, leichte Infanterie. Und ich würde sogar sagen, das machen wir einmal. Wenn wir 50 investieren, ist die Frage, wie lange brauchen wir, bis wir oben sind bei den beim Lager. Ich hoffe, das schaffen wir innerhalb von einem Monat im Prinzip. Dann könnte es sich lohnen. Wenn wir wieder über 100 bekommen, dann hätte sich das an der Stelle gelohnt. Ich denke, wir werden das versuchen. Wir holen uns einmal die Kampfbrüder, Vertrag unterzeichnen. Söldnerkompanie angeheuert, wunderbar. Und schau mal, von woher diese jetzt kommen. Schließen. So, wo sind denn jetzt meine Lieben? Und wo kommt denn ihr? Ich sehe euch nicht. Ach so, wir machen erstmal hier.
Ich vermute, entweder wir von unten oder kommt ihr von oben? Wir kommen von oben. Das heißt, das ist gar nicht so schlecht. Der Weg ist gar nicht so weit. Wir nehmen diesen direkten Kurs auf das Banditenlager. Ja, los, zieht los, ihr Lieben. Ihr Söldnervolk. Seht zu, dass ihr mir die Banditen holt, Leute. Wir können euch ja mal ein klein wenig hier begleiten. Wie ihr hier durch den Wald marschiert, Leute. Wunderschöne Geschichte. Ich muss auch sagen, ich habe mir den Wald noch viel zu selten angeschaut. Wir müssen auch mal einen Waldspaziergang machen. Und auch mal sehen, wie unser Vieh gejagt wird. Auch das haben wir uns noch nicht angeschaut. So, wir schicken die Söldner jetzt einmal hier runter und werden dann einmal, ich hoffe, eine kleine Schlacht erleben. Beim letzten Mal waren ja alle Lager komischerweise schon geplündert. Dann lass uns mal schauen. Unser Pflanzenwachstum liegt bei 69%. Wir haben noch 151 Tage bis zur Ernte. Ich habe das Gefühl, ich mache ruhig noch mal ein bisschen schneller. Ich habe das Gefühl, dass ich den Zeitpunkt für die Ernte völlig falsch gewählt habe und an einem falschen Zeitpunkt quasi gestartet habe, das Feld zu beackern. Und dadurch wahrscheinlich im falschen Monat auch wieder Ende. Wenn man sich das Ganze hier mal anschaut, wir sollten eigentlich ja im Herbst, September, November ernten, pflügen, Aussaat von Nutzpflanzen. Und ich glaube, ich habe das falsch gemacht. Im Winter ist die saisonale Ressourcen sind aufgebraucht, Brennholz, bla bla bla. Okay. Also ich vermute, dass ich auf jeden Fall den falschen Zeitpunkt gewählt habe. Im Sommer sollten Feldfrüchte wachsen, mögliche Dürreperioden. Im Herbst ernten, pflügen, Aussaat von Nutzpflanzen. Und das habe ich, glaube ich, falsch gemacht. Wir werden sehen, wenn das soweit ist. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen Zeit, schon 46 Tage. Dann müssten wir das eigentlich ernten können. Und ich bin mal gespannt, ob das dann funktioniert. Ob wir dann eine Aussaat haben, ob wir dann, ja, was bekommen. Ich bin sehr gespannt, ob wir dann Weizen haben, den wir dann in die Mühle packen können, damit wir bald Brot backen können. Wir sollten uns auch noch mal einmal kurz anschauen, wie es hier aussieht. Wir haben Brennstoffverteilung haben wir zu 100%, Nahrungsvielfalt 94%, Bekleidung ist etwas weniger. Aber insgesamt sieht es gut aus. Wir sind bei 67%, Tendenz ein bisschen sinkend, aber das ist nicht so schlimm. Ich denke, das passt ganz gut. Wir müssen über 50 bleiben, dann haben wir alles richtig gemacht. Auch ganz wichtig, ich habe immer das Problem gehabt, dass die Ressourcen nicht anständig verteilt wurden und nicht überall ankamen. Es lag wahrscheinlich daran, dass zu wenig Leute, zu wenig Familien in den Lagern gearbeitet haben und zu wenig Familien da in der Lage waren, damit, also zu wenig Familien da waren, um die Waren zu verteilen hier. Und das haben wir. Oh, Eichenhau gehört nun uns. Region beansprucht, Leute. Wunderbar. Alles klar, mit T können wir wechseln. Wir gehen jetzt einmal rüber mit T in die neue Region. Und ich würde sagen, wir gründen hier sofort einmal eine neue Siedlung. Das war doch, wo war denn das, Leute? Das war doch unter Verwaltung. Siedlerlager. Und ich würde sagen, wir packen das neue Siedlerlager einmal so hier rein. Ungefähr hierhin. Wir bauen eine Stadt. Das andere können wir noch nicht machen. Wir sagen, wir leben bescheiden. Für alles andere haben wir kein Geld, wie es aussieht. Wir machen das. Confirm. Neue Siedlung gegründet. So, ich muss mich einmal ganz kurz kratzen. Und dann werden wir auch hier sofort. Schneit es? Kann doch nicht, wir haben noch April. Oder fängt es gleich an zu regnen? Ich würde sagen, wir bauen hier auch sofort mal alles möglich hin, was wichtig ist. Wir brauchen ein Holzfällerlager, das packen wir uns hier vorne irgendwo in den Wald. So wie wir es gelernt haben. Wir brauchen eine Brennholzhütte noch nicht. Wir brauchen. Wo war denn hier der Bärensammler? Bin ich denn total Sammlerhütte? Wir packen die Sammlerhütte natürlich wieder ungefähr dahin, wo die Bären sind. Vielleicht, ja komm. Ich würde sagen, wir machen es hier so an die Straße. Kann, glaube ich, nicht schaden. Dann haben wir hier vorne wilde Tiere. Bedeutet, wir machen auch den Jäger. Das Jägerlager packen wir auch irgendwie so hier in die Nähe. Das ist schon mal unglaublich gut. Wir sind hier sehr nah an allem dran. Habe ich zumindest das Gefühl. Ich denke, das ist nicht schlecht hier. Also lasst uns mal die Zeit wieder weiterlaufen, damit auch hier das alles schön aufgebaut werden kann. Wir brauchen hier auch Lager, Leute. Und daher Logistik, Speicher. Dann packen wir uns einfach hier auch mal direkt den Speicher hin für die Lebensmittel. Und das erste Lagerhaus, vielleicht auf die andere Seite. Aber ich packe uns auch, wir ziehen uns hier mal ein paar Straßen rüber, Leute. Einmal quer.
Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so schön. Ich ziehe die Straße einmal bis hier hindurch. Und dann gehen wir von dem Punkt einmal an die Straße dran. Und von dem Punkt auch nochmal direkt ein bisschen weiter. Ja, wir haben jetzt wieder einiges hier. Wir haben Obdachlose. Ich mach's mal langsamer, damit uns hier keine Katastrophen passieren. Und hier auch noch eine Straße durch. Und dann würde ich sofort auch hergehen und sagen, wir bauen uns hier sofort ein paar Häuser, ein paar Wohngebäude, Hofstätten. Wir bauen das auf der Seite jetzt mal ein bisschen anders. In meiner Hauptstadt haben wir rund gebaut. Und hier werde ich ein wenig anders aufbauen. Oh, uns fehlt Holz. Also wir müssen erstmal den Holzfäller arbeiten lassen. Das muss alles erstmal seinen Gang hier nehmen. Leute, ich bin schon viel zu schnell dabei. So, wir gehen mal hoch und schauen mal, wie weit wir hier denn schon sind. Jetzt sagt nicht, wir haben schon gekämpft und ich habe es verpasst. Anscheinend haben meine Söldner schon gekämpft, während ich ja unten noch gequatscht habe. Und kann das sein, dass ich das echt nicht mitbekommen habe? Das wäre sehr schade, Leute. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass wir den Kampf verpasst haben, Leute. Ja, dann geht doch mal ran hier, Leute. Neue Nachricht. Als ihr die Habseligkeit eures Feindes durchsucht, findet ihr jede Menge Waren. Ihr könnt sie euren Leuten zukommen lassen, die bestimmt dafür Verwendung haben, doch es ist euer Recht, sie zu behalten. Ich würde sagen, wir schicken die Ressourcen Schatzkammer oder Stadt. Schatzkammer oder Stadt. Ich würde sagen, in die Schatzkammer damit. Dann haben wir Geld für die nächsten Söldner. Wir haben ja auch Geld investiert. So, dann schicken wir euch mal wieder weg. Ich schaue noch mal gerade nach. Nicht, dass es noch ein neues Söldnerlager gibt. So, im Moment sind keine Söldneranlage mehr da. Das heißt, wir schicken euch Söldner wieder nach Hause. Einheit auflösen. Ihr habt uns ein bisschen Geld eingebracht. Das ist nicht schlecht. 50 investiert, 101 bekommen. So kann man arbeiten, Leute. Dann hat sich das auf jeden Fall auch schon gelohnt, die kleine Aktion hier. Und so gefällt mir das schon besser. Wenn wir auch ein bisschen, ja, selber eigenes Territorium hier haben. Und unserem Gegner hier so ein bisschen Paroli bieten können. So, wir werden auch hier mal alles besetzen. Die Sammlerhütte. Das Holzfällerjager, der ist noch gar nicht gebaut. Das muss noch gebaut werden. Wir gehen noch mal rüber. Leute, das könnte in Stress ausarten hier bei mir. 133 Tage noch. Wir müssen auch hier mal schauen, ob wir hier noch alles gut verteilt haben. Bauholz wird hier, glaube ich, auch langsam. Aber wir haben irrsinnig viele Bretter. Was macht denn hier unser Bretterverkauf? Lasst uns doch mal noch mal in den Handel schauen. Wir haben Exportbretter und Export auf Dachziegel. Wobei Dachziegel natürlich lukrativer sind. Das hier habe ich noch nicht 100% verstanden. Wir haben 114 Überschuss. Und das ist der gewünschte Überschuss. Das heißt, so viel möchte ich immer haben. Das bedeutet, ich habe auch gehört, wenn ich jetzt hier einen Überschuss eingestellt habe und meine Menge ändert sich hier, dann würden meine Händler das Zeug einkaufen. Auch wenn ich auf Export gestellt habe. Das kam mir ein bisschen kurios vor. Wäre aber sehr unschön. So, wir haben hier noch Import von Brot. Ich würde sagen, das mache ich wieder raus. Ich möchte früher oder später selber Brot backen. Wir haben 427 Taler. Leute, wir müssen mal ein bisschen Kohle ausgeben. Waffenimport lassen wir jetzt auch mal sein. Kein Handel mehr mit Bögen. Vielleicht kaufen wir uns einfach ein paar... ja, ich bin mir nicht sicher. Wir könnten uns mal ein paar Speere einkaufen. Route erforderlich. Okay, können wir alles nicht machen. Lassen wir mal. Wir lassen es mal so, wie es ist. Wir sollen weiter Bretter verkaufen, wenn es denn irgendwie möglich ist. Wir haben drei Familien. Ich würde sagen, ich packe hier mal eine Handelsfamilie weiter mit rein. Ja, dich lassen wir auch noch weiter mithandeln. Wir schauen mal, ob wir Schafe haben, Leute. Ich hatte doch Schafe geordert. Ein Schaf habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Guckt mal hier. Hier ist ein liebes Schaf schon angekommen. Frag mich, wann das nächste kommt. Kann ja wohl nicht sein. Ich brauche doch nicht nur eins. Na, du liebes Schaf. Hm? Bist du die Molly? Hm? Ist mal schön, aber übertreib es nicht. So ein Riesenfeld für ein einziges kleines Schaf. Ich müsste mir auch langsam Gedanken machen, wo wir denn das nächste Feld hinbauen. Weil ich möchte ja gerne mehr Landbau noch irgendwie, Landwirtschaft betreiben.
Am besten natürlich irgendwo hier in der Nähe des Hofes, der momentan gar nicht besetzt ist, was aber auch noch nicht braucht, weil wir sind hier noch in der Wachstumsphase. So, wir beschleunigen mal wieder auf 2, damit das auch ein bisschen vorangeht, die Leute. Was machen denn die Bärensammler? Ich habe überhaupt gar keine Bärensammler momentan drin. Leute, wir gehen mal bei der Bärensammlung auf 2. Forsthaus, ich würde sagen, wir... Ja, das packen wir erstmal raus. Jägerlager, wie viel Fleisch haben wir denn? Wir haben jede Menge Fleisch. Bedeutet, ich nehme vielleicht auch mal einen Jäger wieder zurück. Jawohl. Damit wir ein bisschen erstmal hier gesammelt kriegen, dass wir die... Wir haben ja kaum noch Bären da, Leute. Ist ja wohl nicht wahr. Und wie sieht's hier aus mit meinen Rüben? Wo kann ich denn eigentlich hier auch irgendwo sehen, wie weit die Rüben denn so vom Wachstum schon sind? Ich weiß es nicht, Leute. Wir gucken auch nochmal nach Familien. Wir haben 16 plus 13, das sind 29. Wir haben 31 Wohnraum. Also da sind wir noch gut aufgestellt, alles wunderbar. Die Zufriedenheit steigt schon wieder ganz gehörig, Leute. Alles klar, wir gehen in die zweite Siedlung rüber und gucken, wie es denn hier aussieht. So, haben wir schon wieder Holz am Start, Leute. Dann würde ich mir nämlich ganz gerne hier sofort auch die ersten Wohngebäude bauen, damit ihr nicht alle obdachlos bleiben müsst. 6 Holz, wir haben aber nur 3. Na gut, dann macht mal schneller hin. Macht mal hin hier. Wir lassen mal 2 Leute hier Holz fällen. Sammler sind bei der Arbeit. Wunderbar. Speicher wird gebaut. Das Jägerlager braucht noch ein bisschen Zeit. Aber ihr habt ja noch was hier. Also die ganze Architektur dieser Stadt soll etwas anders aussehen im Gegensatz zu dieser. Hier ist eine kreisrunde Stadt. Und hier bauen wir das so ein bisschen mehr wabenförmig auf. Einfach um, ja, nicht alles gleich zu haben. So, aber mein lieber Herr von und zu, wir gehen jetzt einmal bitte schauen, wie es denn hier aussieht. Wir waren schon so lange nicht mehr unterwegs. Kannst du hier überhaupt drauf aufs Feld? Oder stolperst du über den Stacheldrahtzaun? Molly, mein liebes Schaf, ich würde doch so gerne einmal streicheln kommen. Aber ich kann ja gar nicht. Ich komme hier gar nicht rauf aufs Feld. Gibt es hier nicht irgendwo ein Tor oder eine Türe oder sonst irgendwas, was eines Herrschers gebürtig wäre? Kann doch nicht sein. Schau mal hier. Nein, doch nicht. Nein, ich habe gedacht, ich könnte hier rein. Tatsächlich, wir kommen gar nicht aufs Feld. Was? Wer hat gerufen? Ich hörte eine Stimme so lieblich, hell und zart. Leute, es sieht doch schon klasse aus. Also optisch muss ich sagen, ist das Spiel echt eine Wucht. Das gefällt mir richtig gut. Auch hier, wie unser Feld bewachsen ist, der Weizen. Richtig schön, also das sieht schon klasse aus. Und die Molly, die ist ganz allein auf dem Felde, auf der Weide. So, mein lieber Herr von und zu, ich glaube, guck mal da, da ist auch schon jemand auf dem Feld. Hallo, mein lieber Bau, wo willst du denn hin? Bist du nicht der Hirte von dem lieben Schaf? Warum bist du so weit weg und lässt die Molly allein? Hast du nicht auch ein Schaf mitgebracht? Ich glaube nicht. Da müssen wir auch mal nachschauen, dass wir da mal neue Schafe rankriegen. Ich schaue nochmal nach. Was haben wir denn hier? Handel. Import von Schafen. Ich möchte gewünschten Überschuss 5. Wir haben aktuell 1. Ja, kauft doch mal welche nach. Kann doch nicht sein. Wir haben doch sogar einen Händler da drin. Sieh doch mal zu, dass wir an Schafe kommen, Alter. Und wir haben jede Menge Geld momentan über. Wir könnten uns noch was einkaufen. Wie wär's denn, wenn wir auch mal... Wie sieht's denn aus mit unserem Wollbestand? Haben wir überhaupt schon Wolle im Bestand? Und wenn ja, wo könnte ich die Wolle sehen? Ich glaube, Schafe werden irgendwann geschoren. Ja, natürlich. Aber wann scherst denn du das Schaf? Gehst du jetzt hin und machst einmal Wolle ab? Interessant, aber dass wir nur ein Schaf haben und dass kein anderes reinkommt, finde ich sehr, sehr interessant. Was macht denn hier die Sammelei, ihr Lieben? Wird das bald auch mal wieder was? Spiel gespeichert. Und ich habe so ein mieses, Blickern am Auge, das nervt mich gerade ein bisschen. So, Tiervorkommen ist üppig, das ist alles super. Wir haben den Jäger, wir haben noch einen drin. Forsthaus. 2 Familien sind unterwegs und machen hier die nötige Logistik. Und wie sieht es hier bei euch aus?
Haben wir denn jetzt auch mal wieder hier Holz am Start? 7 Bauholz. 2 Au, ein weiteres Familienmitglied schließt sich an. 2 Au wäre hier. Alles klar. Jetzt bauen wir hier aber erstmal ein paar Wohnhäuser ein, damit ihr nicht obdachlos bleiben müsst. 4 geht nicht. Wir könnten nur 3. Dann machen wir ein bisschen zurück. Machen wir es ein bisschen bescheidener. Ich würde sagen, wir bauen das erstmal so. Dann haben wir die ersten 3 Wohnhäuser hier am Start. Einen Speicher haben wir schon gebaut. Da müsste aber auch eine Familie rein, damit das hier auch mal läuft. Jägerlager ist noch nicht besetzt. Aber ihr habt hier noch Beere, Leute. Da bin ich mal gespannt, ob wir die Stadt hier genauso hinkriegen wie die andere. Vielleicht nehmen wir jetzt einen Holzfäller wieder raus. Könnte eventuell Sinn machen, falls das Jägerlager... Dann können wir auch direkt das Jägerlager hier besetzen. Eine Logistikfirma hier, das reicht ja wohl, eine Logistikfamilie. Dann fangt mal an, die Häuser zu bauen hier. Auf dass die zweite Stadt auch blühe. Angekommen im Mai. Wir haben noch 116 Tage bis zur Ernte. Dann wachse, Ertrag 30. Ich weiß auch nicht, ob der Wert 30 gut ist. Werden wir dann sehen. Wir schauen auch mal nochmal gerade nach. Wir haben noch eine Familie, die Brennholz ranholt. Brennholz 117, Holzkohle 83. Das sieht soweit gut aus. Wir haben Brennstoff für 12 Monate. Ich denke, das ist sehr, sehr gut. Ich würde fast sagen, ich nehme diese Familie... Nee, die Schafzuchtfamilie nicht. Du sollst gern hier weitermachen. Guck mal hier, guck mal, hat er jetzt Wolle geholt? Tatsache, ich glaube, der hat das Schaf geschoren. Kann das sein? Molly! Wie geht's dir, du nacktes Schaf? Ich muss mal langsam machen hier. Du siehst aber gar nicht so nackt aus. Hm? Sieht man anscheinend optisch nicht, dass du geschoren wurdest, aber ist in Ordnung. So, ich wollte aus dem der Brennholzhütte erstmal die Familie vielleicht rausnehmen. Eine Familie wünscht sich eine größere Marktfläche für ihren Stand Jägerlager. Das ist klar, hier bei euch gibt es noch keinen Markt. Aber auch das lässt sich eventuell schon mal erledigen. Wo war denn das hier Handel? War das bei Handel? Nein. Das war auch nicht bei Wohngebäude. Markt? Brunnen? Wir müssen mal gerade schauen. Grundwasser. Habt ihr Grundwasser? Dann kriegt ihr auch sofort einen Brunnen mal hier hingebaut. So, bitteschön. Damit wir das auch nicht vergessen. Und da müssen wir mal sehen, wo war denn der Markt nochmal? Marktplatz, das wäre hier. Wo können wir den denn am geschicktesten mal bauen? Ich möchte das auch diesmal nicht so groß machen. Vielleicht einfach mal nur so. Verfügbare Marktstandplätze 45. Ich glaube, auch das ist schon eine gewaltige Fläche für Markt. Aber dann ist das hier auch schon mal vorgesehen soweit. So, mach mal bitte schneller hier. Also der Rubel rollt. Hier kommt Geld rein, hier kommt Geld rein. Wir haben auch ein bisschen Einfluss. Wir könnten theoretisch schon das nächste Gebiet beanspruchen. Möchte ich aber doch nicht. Leute, ich bin jetzt mit 2 Gebieten erstmal schon überfordert. Das Gebäude Eichnau ist fertiggestellt. Lebensmittelstand. Supi, gut, dass ihr das gemacht habt. Die Gerberei arbeitet. Wir könnten... Wir haben eine neue Familie. Nicht zugewiesene Familie. Okidoki. Dann wollen wir nochmal schauen. Wir haben Flachs. Oh, guck mal, Flachs haben wir schon da. Was machen wir denn mit Flachs? Ich weiß gar nicht, was ich aus Flachs machen kann. Wir haben Leder. Wir haben 3x Wolle. Wir haben Lehm. Guck mal, wir haben schon eine ganze Menge Zeug am Start. Ich schaue mal gerade nach. Ich mache noch mal kurz langsamer. Industrie. Wo war die Industrie? Ich würde ganz gerne die Schneiderei bauen. Brennofen, Brennofen, Melzerei. Aus Gerstemalz haben wir nicht. Gerberei haben wir. Weberei? Ach, guck mal an. Arbeiter nutzen Wolle zur Herstellung von Garn sowie Flachs zur Herstellung von Leinen. Dann bauen wir uns doch das auch mal direkt hier irgendwo ran. Wie wär's denn, wenn wir das hier so ein bisschen zentral reinmachen? Oder? Wo könnten wir dich denn sonst ranpappen? Hier würde auch gehen. Ja, weil Flachs würden wir irgendwann von hier bekommen. Wolle im Prinzip auch, aber... Ich glaube, ich packe dich hier rein, in die Mitte. So ein bisschen. So, du kriegst auch eine relativ hohe Priorität. Und ich würde ganz gerne schon mal das nächste Feld mit anzeichnen. Industrie? Nein, das wäre doch hier Landwirtschaft.
Schafzucht haben wir, Windmühle haben wir, Gemeinschaftsofen. Den könnten wir auch mal machen. Dann könnten wir aus Mehl Brot backen, aber den müssen wir natürlich auch erstmal irgendwo hinbauen. Das würde ich hier hinbauen, weil wir hier auch schon unsere Mühle haben. Dann lass uns das doch auch mal bauen. Dann haben wir schon mal eine Bäckerei für den Fall, dass wir bald Weizen haben und daraus Mehl machen können. Dann ist das doch alles schon relativ schön. So, was macht denn das Schaf hier auf dem Feld? Was ist denn da passiert? Leute, wir haben drei Schafe. Ha, guck mal, das Schaf kommt ganz alleine angelatscht. Wie cool ist das denn bitte? Da muss doch mal ein Herrscher eingreifen. Kann doch nicht sein, dass du hier ganz allein unterwegs bist. Warte, warte, warte. Wo willst du hin, du liebes Schaf? Ach, du kannst einfach hier durch, oder was? Bist du ein Schaf mit priorisierten Rechten oder was? Hast du höhere Befugnisse wie ich? Das kann doch nicht sein, dass selbst die Schafe mehr dürfen als der Herrscher. Na gut, wollen wir mal nicht so eng sehen, mein liebes Schaf. Dann gehen wir nochmal hier zu den Schäfern und gucken, was ihr hier so Schönes macht. Ihr habt ein schönes, bescheidenes Häuschen hier. Wunderbar. Mann, ich hänge ja auch an jeder Ecke fest. Leute, Leute. Der Brennholzstand arbeitet auch hervorragend. Und ihr seht auch fleißig aus, Leute. Ich denke, es läuft in unserer Dynastie. Dann wird es doch mal Zeit, auf 2 zu gehen und endlich mal die Region umzubinden. Leute, kann doch wohl gar nicht sein. Wir wohnen hier in Grimbosia, damit das ein für alle Mal geklärt wäre. Habe ich es jetzt umbenannt? Umbenannt. Habe ich es denn jetzt umbenannt, ihr Lieben? Umbenannt? Ich denke schon. Und ich wollte doch auch ganz gerne noch, Leute, ich muss auf die Uhr schauen, sonst übertreibe ich das hier maßlos. Ich wollte doch auch noch ein neues Feld gespannt haben hier. Landwirtschaft? Feld? Ist natürlich hier hinten nicht besonders ertragreich. Ich würde sagen, das nächste Feld müsste theoretisch eigentlich hier hinten hingebaut werden. Schade, ist natürlich sehr weit weg, oder? Wir brauchen ein zweites Bauernhof. Entweder das, oder wir ziehen unser Bauernhaus einfach bei Gelegenheit einmal um. Wie sieht es denn aus? Das wären 1,9 Morgen, Grundstückspunkte 3 von 4. Ich mache dich ein bisschen größer. So, dann wären das 2,5 Morgen. Ich baue das Feld schon mal auf. Wir müssen es ja noch nicht bestellen, oder? Wird das automatisch mitbestellt? Bin ich mir gar nicht sicher. Ein Brunnen wurde fertiggestellt. Wir gehen nochmal rüber in die andere Stadt, Leute. Wir müssen ja sehen, was hier passiert. Drei Häuser sind am Start, Stufe 1, aber wir haben hier immer noch ein Problem der Obdachlosigkeit und ungeschützte Waren. Bedeutet, wenn wir jetzt ein bisschen Holz übrig haben, würde ich ganz gerne das nächste Lager bauen. Unter Logistik, Speicher, Lagerhaus. Das könnten wir eventuell hier hinten dran bauen erst einmal. So, dann machen wir hier auch mal Priorität ein bisschen hoch. Und wir sollten auch zusehen, dass ihr hier auch noch mal ein paar neue Häuser bekommt, dass das auch mal vernünftig wird hier, Leute. Ist halt die Frage, habt ihr genügend Holz am Start für all das? So, ich mache es aber kleiner, damit wir hier Erweiterungen hinkriegen. So, das sieht ganz gut aus. Dann dürfte das für die Familien, die wir hier haben, auf jeden Fall ausreichend sein. Wir haben 5 Familien, wir haben 6 Häuser und die könnte man auch noch erweitern, Leute. Schaut mal. Auch das nimmt Gestalt an. Wie sieht es denn hier mit eurer Zufriedenheit aus? 48. Sinkend Obdachlosigkeit ist halt nicht schön. Das Jägerlager ist voll. So, wir gehen nochmal rüber und gucken, was hier passiert. Feld brach. Ich lasse das Feld auch noch brach liegen, bis ich mir sicher bin, wie wir die Geschichte machen. Vielleicht reiße ich das hier hinten auch nochmal komplett ab, dass wir hier ein Bauernhaus dran bauen. Quasi Spiel gespeichert. Vielleicht bauen wir auch hier ein Bauernhaus hin. Ich muss mal sehen, wie wir das am geschicktesten machen, Leute. So, auf jeden Fall würde ich hier ganz gerne eine Straße haben, die du bitte gerade ziehst. Das wäre sehr nett von dir. Danke, Spiel. Hier eine gerade Straße. Wir könnten auch hier nochmal eine Straße. Warum machst du das schief, Spiel? Wenn ich das doch hier gerade haben will, warum machst du das dann?
Also manche hat das ein Spiel ein kleines bisschen so sein Eigenleben und macht, was es will. Bauernhaus, ich würde dich gerne bei Gelegenheit abreißen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich baue hier ein neues Bauernhaus ran, Leute. Passt mal auf. Wir machen das einfach mal so. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Landwirtschaft, Bauernhaus. War das hier? War hier das Bauernhaus? Wir bauen hier das Bauernhaus hin. Vielleicht baue ich das Bauernhaus auch hier oben dran, wo es halt nicht so ergiebig ist, der Boden, damit ich mir hier auch kein Boden. Ach, es ist egal, Leute. Was soll denn das? Also wir bauen das Bauernhaus nach hier. Und dann könnten wir uns hier eventuell noch ein zweites Feld hinmachen. Ich ziehe das einfach nochmal hier dran. Ist aber dann hier. Ich weiß es nicht, Leute. Sonst machen wir das einfach mal so. Nee, das möchte ich halt nicht. Ich hätte gerne noch einen weiteren Punkt. Nee, irgendwie ist das nicht so das Wahre. Dann ziehe ich es hier einfach gerade rüber. Mehr oder weniger. So, dann hätten wir hier auf jeden Fall schon mal ein Feld, hier noch ein Feld. Da kann man doch wesentlich besser mit arbeiten. Ich würde sagen, guck mal, hier ist das Bauernhaus schon fertig. Dann lasst uns doch das andere abreißen, oder? Dann wir lassen das. Vielleicht behalten wir auch zwei Bauernhäuser. Das kann man natürlich auch machen. Wir haben jetzt Juni. Wir sollten im Herbst anfangen mit Pflügen. Das machen wir dann auch. Juni, September, November fangen wir an mit Pflügen. Dann werden wir das hier mal auch vernünftig machen. 73 Tage noch. Das werde ich dann unabhängig machen von dem Feld. Wir haben 5 Familien übrig, Leute. Ich schaue noch mal gerade nach. Soweit läuft alles. Außer Bekleidung passt alles soweit ganz gut. Die Zufriedenheit ist in Ordnung. 73%, da kann ich mich erstmal nicht beklagen. So, und hier? Siedlungsstufe erhöht Eichenau. Eichenau hat die Stufe 1 erreicht. Dann machen wir in Eichenau. Was würden wir denn hier dann mal machen? Vielleicht gehen wir hier in Richtung Streuobst. In Richtung Forstwirtschaft. Verdoppelt die Kapazität von Beerenbüschen. So, wir müssen ja nicht beide Siedlungen gleich skillen. Dann haben wir auf jeden Fall schon einen gigantischen Vorrat an Beeren, was gar nicht schlecht ist, würde ich behaupten. Guck mal hier, der Speicher füllt sich auch schon. Wunderbar. Das Lagerhaus ist auch schon aufgebaut. Wir bräuchten dann. Wir haben hier noch nicht genügend Familien, um alles in Beschlag zu nehmen. Aber ich würde sagen, ich packe hier mal eine Familie rein. Vielleicht nehmen wir erstmal den Holzfäller raus, sodass das läuft, dass wir auch die Lager hier genau das Zeug, die Vorräte rangeschafft kriegen. Und unser Ochse steht hier mitten auf dem Felde ohne Straßenverbindung. Das müssten wir auch mal ändern. So. Ja, das geht leider. Ah, schade, 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 schade. So, leider nicht besonders gerade, aber besser als nichts. Dann haben wir hier auch nochmal einen zusätzlichen Weg und könnten uns vielleicht Wege auch ein wenig abkürzen, Leute. Wunderbar. So, ich schaue nochmal raus. Wie sieht's denn aus? Im Moment alles friedlich. Nichts zu beanstanden, Leute. Wir haben Eichenau besiedelt. Leute, es geht voran. Hildebrold von Bärenreute, wir kommen und Outlaws. Aktuell. Es ist mein Vergnügen, euch kennenzulernen. Aha, mehr. Wir könnten sogar den Outlaws schreiben. Ist ja witzig. Ist die Frage, was mir das bringt, wenn ich mit denen in Kontakt trete. Verhandeln, Erklärungen. Es ist ein Vergnügen, euch. Wir machen einfach mal. Hallo? Ist doch schön, euch kennenzulernen, ihr Outlaws. Brief geschickt. Mal gucken, ob was zurückkommt. Hier sind immer noch ungeschützte Waren, aber wir arbeiten dran, Leute. Es ist in Arbeit. So, ich würde sagen, wenn ich mir das hier so anschaue, Leute,
es macht einfach irre Spaß. Auch wenn das Spiel noch viele Macken hat und noch nicht wirklich hundertprozentig rund läuft, ist es ein wunderschönes Spiel. Und ich habe da Lust drauf und ich werde das auch noch ein bisschen weitermachen. Ich hoffe, ihr seid am Start, Leute. So, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal und kommentiert ganz, ganz fleißig mein Video. Abonniert auch ganz gerne die Glocke. Nein, aktiviert auch ganz gerne die Glocke, damit ihr keine Videos verpasst. Ich hoffe auf regen Austausch mit euch und auf jeden Tipp freue ich mich und auf die weitere Reise mit euch. Ich bin sehr gespannt, was hier noch alles passiert. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Gamebro.